Sie arbeiten aus Überzeugung mit Grass Valley Edius, Adobe Premiere oder einer Avid-Schnittlösung. Es gibt gute Gründe, dass Sie sich für eines dieser Systeme entschieden haben, aber keine Schnittlösung ist in jeder Hinsicht perfekt. Und dies gilt ganz besonders für die Erstellung von Titeln. Ein Standard-Titelgenerator ist zwar gratis mit an Bord, aber für mehr als Standardaufgaben nicht zu gebrauchen. Wenn Sie Ihre Vorstellungen verwirklichen wollen, wenn Sie die mitunter komplexen Wünsche Ihrer Kunden umsetzen möchten, dann haben wir für Sie in Sachen Titelwerkzeug eine eindeutige Empfehlung. Wir werden uns ansehen, welchen Vorteil VisTitle bietet und wie sich auch komplexe Animationen einfach erstellen lassen. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema und ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Höchste Zeit für eine Bauchbinde. Als führendes Systemhaus rund um Videoschnitt, Hard, Software und Equipment kennen wir die Branche seit etwa 2 Jahrzehnten. Unterbrechen wir an dieser Stelle kurz, denn diese Bauchbinde muss noch bearbeitet werden. Es fehlt eine wichtige Textinfo. Wenn nur geringe Änderungen an einem VisTitle vorzunehmen sind, genügt bereits der Aufruf des kleinen und besonders übersichtlichen Layout-Editors. Hier lassen sich vor allem Textzeilen editieren, die VisTitle sehr komfortabel als einzelne Felder zur Bearbeitung anzeigt. Ergänzen wir also die Info. Die Textergänzung passt so nicht in die untere Zeile. Doch bei diesem statischen Titel ist selbst die Anpassung der Grafik nur eine Sache weniger Mausklicks. Dazu markieren wir sämtliche Objekte, also Grafikelemente und Schriften, und ziehen die Bauchbinde größer und positionieren sie neu. Nun markieren wir nur die untere Textzeile und verkleinern die Schriftgröße. Die Bauchbinde passt. Das Speichern nicht vergessen und zurück zu Michael Lehmann-Horn. Wir sind zertifizierte Trainer und schulen Edius und Adobe Premiere-Anwender bereits seit den ersten Programmversionen. Und wie finden Sie die Bauchbinde? Sie meinen, Edius, Premiere und Avid können das auch? Richtig. So oder so ähnlich können das die meisten Programme. Aber was, wenn Ihr Kunde auch über ein Logo verfügt? Wenn Logo und Schriftzug animiert werden sollen, so wie das Ihr Kunde immer häufiger jetzt im Fernsehen sieht? Mit Transparenzen, Verläufen und natürlich alles in höchster Qualität. Zur animierten Bauchbinde kommen wir gleich. Lassen Sie uns zum Einstieg aber noch einen Schritt zurückgehen und diese Animation in Ihrem Aufbau ansehen. Dazu arbeiten wir dieses Mal nicht im Editor-Modus, sondern mit komplettem Menü, das etwas weniger Übersicht, aber dafür sämtliche Bedienoptionen bietet. Ähnlich wie ein Schnittprogramm verfügt auch VisTitle über eine Timeline und Videospuren, die zum Beispiel Texte oder Bilder enthalten kann. Mit einem Doppelklick oder Aufklappen öffnen sich die Steuerungsparameter der ausgewählten Spur. Das Objekt, hier das Edius-Logo, kann frei im dreidimensionalen Raum positioniert werden. Dazu zählt zum Beispiel die Position in der Tiefe des Raumes, die horizontale und vertikale Ausrichtung und die Transparenz. Sämtliche Parameter lassen sich durch das Setzen von Keyframes über den zeitlichen Verlauf anpassen und damit nach Ihren Vorstellungen animieren. Auf eine Spur können zusätzlich Effekte angewendet werden. VisTitle bietet eine große Palette von Effekten, die ein Objekt zerteilen, verzerren, mit Lichteffekten versehen oder auch einfach nur weichzeichnen. Wie zum Beispiel hier ein Blur-Effekt. Vielleicht sind Ihnen die Glanzstreifen aufgefallen. Zum Ende der Animation folgt der Zittern-Effekt, der sich Keyframe-gesteuert intensiviert und schließlich folgt, ebenso exakt getimt, die Explosion. Mit wenig Aufwand realisieren Sie beeindruckende Effekte. Das sieht auch dann gut aus, wenn Sie kein Grafiker sind. Denn mit VisTitle kommen Sie dank umfangreicher Vorlagen mit wenigen Mausklicks zu einem professionellen Ergebnis, das Sie bei Bedarf komplett auf Ihr Projekt anpassen können. Tatsächlich bietet VisTitle Vorlagen für Bauchbinden, Titel und Charts und damit nahezu jeden Einsatzzweck. Die Stile reichen von seriös bis bunt, von sachlich bis verspielt. Gleich ob statisch oder animiert, ob Reportage, Dokumentation, Hochzeits- oder auch anspruchsvoller Imagefilm. Hier finden Sie die passende Vorlage, die Sie mit wenigen Klicks anpassen und individualisieren können.
Und das funktioniert ganz einfach so. Suchen Sie sich aus den Vorlagen ein Muster, das Ihren Vorstellungen bereits nahe kommt. Besonders für Einsteiger ist dies ein guter Weg, um mit WizTitle schnell produktiv zu werden. Wir wählen diese Bauchbinde und werden diese nun anpassen. Die Animation passt gut auch für unseren Zweck. Die werden wir so übernehmen. Statt der rotierenden News-TV-Grafik möchten wir aber gerne ein Firmenlogo animieren. Wir werden unser Logo einfügen und die vorhandene Animation darauf anwenden. Die Steuerung der Rotation per Keyframes passen wir an, damit unser Logo nicht Kopf steht. Wir können an dieser Stelle keinen Lernkurs für WizTitle ersetzen. Dies würde den zeitlichen Rahmen mehr als sprengen. Einen hervorragenden Einstieg bieten aber die Lernkurse zu WizTitle, die wir in Zusammenarbeit mit renommierten Videoschnitt- und Tutorial-Experten produziert haben. Weitere vertiefende Kurse sind in Vorbereitung. Sprechen Sie uns auch dazu gerne an. In dieser Präsentation möchten wir Sie vor allem mit den Möglichkeiten bekannt machen, die WizTitle bietet. Deshalb zurück zu unserem Titel, der nur noch unter einem neuen Namen abgespeichert werden muss. Ebenso einfach, wie sich ein Untertitel als Bauchbinde gestalten lässt, funktioniert das auch mit einem Chart. Nehmen wir einmal an, Sie produzieren gerade eine Doku über die Verteilung der beliebtesten Eiscremesorten und möchten das in einer Grafik verdeutlichen. Nichts leichter als das. Denn mit WizTitle lassen sich animierte Charts ebenso benutzerfreundlich erstellen wie Titel. Das 3D-Diagramm-Plugin macht hier weitestgehend für uns die Arbeit. Probieren Sie es doch einmal selbst, wie einfach sich die Darstellung ändern lässt. Die Schokoladenfarbe sieht zu sehr nach Karamell aus, das lässt sich leicht ändern. Und selbstverständlich auch der Chart selbst. Keyframes bestimmen auch hier den zeitlichen Ablauf. So können Sie den dynamischen Aufbau eines Charts exakt kontrollieren und auf den gewünschten Moment hin timen. So bleibt auch eine Rangplatzierung spannend. Und die Erdbeere, in unserem Beispiel, holt erst nach Vanille und Schoko auf. Sie mögen keine Schokolade, bestellen aber immer 4 Bällchen. Auch das ist kein Problem. Statt der Schokolade setzen Sie Joghurt ein und ergänzen noch Ihre Lieblingssorte Mango. Automatisch skaliert WizTitle das Diagramm neu und schon ist Ihre Grafik einsetzbar. WizTitle unterstützt selbstverständlich Transparenzen und erlaubt außerdem die Anordnung von Objekten auch in der Z-Richtung, also in der Tiefe des 3D-Raums. Das gibt Ihnen zusätzliche Möglichkeiten für noch mehr Kreativität und ausdrucksstarke Animationen. Nun zu den weiteren Möglichkeiten, die WizTitle bietet. Und zwar mit einem Übergang, zum Beispiel dem. Oder so. Oder wie wäre es damit? Oder auch so. Oder so. Ob so oder so. Auch in Sachen geometrischer Verformung, Licht- und Unschärfeeffekten bietet WizTitle eine reichhaltige Sammlung an Presets. Mit diesen Tools simulieren Sie einen Bildmischer, ebenso wie den beliebten Lensflare-Effekt mit der Charakteristik unterschiedlicher Brennweiten. Sie verzerren und zerlegen Ihr Motiv und setzen es neu zusammen. Ob einfacher oder komplexer Effekt. Über die Presets hinaus stehen Ihnen alle Einstellungsparameter zur Verfügung, um Ihren individuellen Look maßzuschneidern. WizTitle ist ein Titelwerkzeug und mehr. Denn selbstverständlich können Sie einen Hintergrund, den Sie in WizTitle mit wenigen Mausklicks konfiguriert haben, auch als Hintergrund in Ihrem Schnittprojekt verwenden. Wenn gewünscht, ohne Titel. So wie Titel und Objekte stehen auch unterschiedliche Hintergründe zur Auswahl, die überlagert und miteinander verrechnet werden können, um weitere Variationen zu erreichen. Der zusätzliche Kauf von Hintergrundmustern wird damit überflüssig und Sie haben die optimale Kontrolle über Ihr Projekt.
Mit Wistitel generieren sie nicht in erster Linie Special Effects und fürs Rotoscoping ist Wistitel ebenfalls nicht gedacht. Dennoch stehen ihnen auch in Wistitel einige durchaus spektakuläre Special Effects, wie zum Beispiel Partikeleffekte, zur Verfügung. Sie möchten den Himmel voller Sterne und Sternschnuppen? Bitte sehr. Kombinieren Sie dies mit den verschiedenen Varianten von Licht- und Leuchteffekten und verrechnen Sie die unterschiedlichen Ebenen miteinander. Ergänzen Sie dies mit einem Titel und Sie haben bereits die Grundlage für ein spektakuläres Intro. Wistitel ermöglicht nicht nur die Erzeugung spektakulärer Titel und Effekte. Wistitel kann ansonsten mühsame und zeitaufwendige Arbeit auch deutlich vereinfachen. Nehmen wir zum Beispiel Zwischentitel oder Bauchbinden. In den meisten Videos haben Sie es mit mehr als nur einem Gesprächspartner und damit mit der Gestaltung mehrerer identischer Bauchbinden zu tun. Lernvideos werden oft durch Kapitel und entsprechende Zwischentitel strukturiert. Die Grafik und die vielleicht komplexere Animation sollen jeweils erhalten bleiben, allein die Bezeichnung soll aktualisiert werden. Bei anderen Programmen kann dies mühsam und sehr unübersichtlich werden. Bei Wistitel erreichen Sie mit nur wenigen Klicks ein optimales Ergebnis. Ziehen Sie eine Kopie Ihrer Vorlage auf die Timeline an die gewünschte Stelle. Mit linkem Mausklick darauf öffnet sich das Wistitel-Eingabefenster und gibt Ihnen die Textfelder zur Editierung frei. Mit allen übrigen Parametern, Effekten und Keyframes werden Sie an dieser Stelle nicht konfrontiert. Dies schafft Übersicht, verhindert Fehler und spart Zeit. Speichern Sie die Datei unter einem neuen Namen und die neue Bauchbinde oder Titelgrafik ist ebenso perfekt wie die Vorlage. Notwendige Änderungen der Schriftgröße sind schnell gemacht. Mit Wistitel arbeiten Sie kreativ und schnell zugleich. Optional verfügbare Plugins vereinfachen häufige Anwendungen, wie zum Beispiel eine Pfadanimation noch zusätzlich. Die Pfadanimation ist zum Beispiel eine ideale Möglichkeit, um einen Reisebericht oder eine Anfahrtsbeschreibung zu veranschaulichen. Um keine Nutzungsrechte zu verletzen, können Sie zum Beispiel Kartenmaterial von OpenStreetMap verwenden. Am komfortabelsten erstellen Sie Ihren Pfad mit Unterstützung der Bézier-Kurven. In der Animation gelingt damit später ein harmonischer Bewegungsablauf. Und Sie können Ihren Pfad auch noch nachträglich korrigieren und dem Straßenverlauf anpassen. Wir sind jetzt auf dem Parkplatz angekommen. Wie aber wäre es mit einem Symbol, das unsere Animation anführen könnte? Wistitel bietet verschiedene Optionen zur Auswahl, die noch weiter individualisiert werden können, so wie sich auch die grafische Darstellung des Pfades und selbstverständlich das Tempo der Animation anpassen lässt. Und das Ergebnis. So einfach finden Sie uns in Grünwald bei den Bavaria Filmstudios, wenn Sie uns einmal besuchen kommen möchten. Klar, auch eine solche Pfadanimation ließe sich mit einem Programm wie After Effects ebenfalls erstellen. Aber dann wären deutlich mehr Schritte notwendig, mehr Zeit und vor allem eine intensive Einarbeitung. Dazu gleich noch ein weiteres Beispiel, ebenfalls ein Plugin, die animierte Handschrift. Da muss ja jede Menge Arbeit drin stecken, bevor Sie so etwas Magisches zaubern können. Das glauben Sie nicht mehr? Stimmt. Auch hier macht ein Wistitel-Plugin für Sie die Arbeit. Um den Eindruck einer Handschrift zu erreichen, bietet Wistitel gleich zwei Möglichkeiten. Sehr einfach und nahezu in Echtzeit gelingt dies mit der 2D-Stroke-Animation. Wenn Sie dieses Plugin mit einem Grafiktablett bedienen, gelingen Ihnen animierte Schriftzüge buchstäblich im Handumdrehen. Das Plugin mit dem Namen Handwriting Plugin bietet zwar mehr Gestaltungsmöglichkeiten, erfordert dafür aber auch eine recht aufwendige Nachbearbeitung. Vermutlich ist dies den komplexen asiatischen Schriftzeichen geschuldet. Dafür lassen sich dann aber auch wahre Kunstwerke animieren, wenn Sie mögen. Haben wir etwas Wichtiges noch nicht erwähnt? Na klar, mit einem weiteren Plugin können Sie eine Grafik oder einen Schriftzug in ein 3D-Objekt verwandeln. Das Ergebnis
sehen Sie hier. Vielleicht produzieren Sie Sprachkurse oder Karaoke-Videos. Auch das ist möglich und so einfach zu realisieren wie mit kaum einem anderen Programm. Das haben Sie in den letzten Minuten oft genug gehört. Sie möchten sich selbst ein Bild von Wistitel machen? Probieren Sie es doch einfach einmal aus. Die Trial-Version laden Sie ganz einfach über unsere Webseite herunter. Damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Ausflugs in die Möglichkeiten von Wistitel. Fast. Denn was wäre ein Ende ohne einen zu Ihrem Film passenden Rolltitel? Und auch da zieht Wistitel nochmal alle Register und gibt Ihnen alle Möglichkeiten. Gleich welcher Einsatzzweck von Wistitel Sie besonders interessiert? Wir würden uns freuen, wenn wir Sie ein wenig neugierig gemacht haben, wie Wistitel auch Ihren Workflow optimieren kann. Wir laden Sie ein, Wistitel umfassend zu testen und halten die Trial-Version für Sie zum kostenlosen Download bereit. Viel Spaß dabei und viel Erfolg für Ihre zukünftigen Projekte mit Wistitel.